Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion im Ranglistenmodus 2 gegen 2. Zock mal wieder den Champion. Das gefällt mir an sich ganz gut. Würde sogar das Tor auch noch gefallen, aber ich nehme das so, wie es ist. Stichschaden kommt später. Magischer Schaden habe ich die Blume. Und Yuzora habe ich dann auch Universalschaden. Haut hin. Ich werde hier starten mit Yuzora. Oder die Blume. Und ich mache die Blume zum Champion. Probier das einfach mal aus. Champions Blume. Warum nicht? Ich weiß natürlich nicht, ob der Attack-Speed überhaupt beeinflusst. Aber wir werden sehen. Man muss ja alles mal austesten. Jedenfalls hat sie mehr Verteidigung und das ist schon mal sehr gut. Blume haut alle weg. Da ist eine Katze und da ist ein Wüstenpilger. Okay. Die mit hat auch eine Blume. Wüstenpilger. Will vielleicht irgendwas Fettes hinstellen, habe ich so im Gefühl. Nein, ich werde nicht den Vogel hinpacken. Weil der nächste Runde nicht stark ist. So einfach ist es. Okay, zwei Katzen. Und er die verkauft für die Rächerin. Okay, ich schicke auf die zwei Katzen. So, wir können natürlich jetzt den Piri schon mal aufwerten. Er hat auch die Roboter-Dinger. Vier Stacks in der Katze und keinen in der anderen. Das heißt, wenn er nichts hinstellt, wäre er in der 5 schon mal Kacke. Nö, da stelle ich nichts hin, da ruhig über den Worker. Die Blumen halten das schon. Weiterhin nichts hingestellt. Okay. Das heißt, nächste Runde gibt es erstmal eine Hexe, um zu gucken, ob das was bringt. Sollte er tatsächlich nichts hinstellen, dann sieht es für ihn schlecht aus mit den zwei Katzen. Aber ich vermute mal, er wird dann so clever sein, dass dann als nächstes was dasteht. Schick die Schnecke einfach mal mit.
Okay, er hat nichts extra hingestellt, nur die Katze aufgewertet. Die hält sich natürlich jetzt, wenn die Viecher geht. Aber es sollte nicht reichen. Sehr gut. Er ist auch durch. Sehr schön. So wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen. Early Vorteil. Hat schon 20% eingebüßt, Mensch. Jetzt macht es keinen Sinn, was zu schicken, weil jetzt die Katzen hat. Die sind für. Okay, doch. Für die Welle sind die Katzen scheiße. Für die 7 dann nicht mehr. So rum. Trotzdem noch nichts. Er hat die andere Katze auch noch mal ein bisschen aufgewertet, aber sonst nichts hingestellt. Hm. Das heißt, da verkackt er genauso wieder. Das ist aber auch ein lustiger Skin. 4 durchgelassen. Das ist schon teuer. Ja, ist halt wirklich stark. So früh die Rächerin zu haben. Bazookas noch dazu. Ach, ich musste verteidigen. Okay. So, Schleimfrau ist mit drin. Ach, komm, stell noch einen hin. Jetzt warte ich auf den König auf, weil es nichts bringt, für die nächsten beiden Runden was zu schicken. Zumindest mir nicht. Beim Teammate kann es ja anders sein. Der Skin gefällt mir. APS. Hm. Okay, drüben ist durch. Ich sollte verteidigen können. Zumindest meins. Hier sieht es anders aus. Ja, ich werde es noch gut reduzieren, dadurch, dass die Schleimfrau sich so aufgeteilt hat, in die 3 Kleinen. Und die Arkane Verteidigung haben. Kann man das noch gut runter reduzieren. Kam noch ein Mini-Schleim. So. Ich werde weiter den König auf und gehe dann wahrscheinlich auf die 10. Zumindest sieht es jetzt danach aus, dass ich auf die 10 gehen möchte. Was ich mich frage, Echsenarmee, okay, man kriegt 55 Lithium, aber macht das sonst irgendeinen Sinn, weil dann kriegt der Gegner ja eigentlich einfach nur Kohle, wenn ich mich nicht täusche, weil wenn ich jetzt, macht er dann Sinn, auf die, wo die 3 Echsen zu kommen, was zu schicken, das heißt bei der 13, und 11 und 12 würden die ja dann einfach nur abkacken, wenn ich nichts weiter damit schicke. Was denn?
Vanilla Coke. Da muss man ein bisschen aufbauen. Mehr Arkane-Verteidigung oder sowas. Hätte ich sogar eher noch einen Worker bauen können, der hätte da schon arbeiten können. Kacke. Na gut. So ist das eben. Hier auch schon zwei Blumen. Ja, er hat halt bei magischen Schaden kackt halt ab, außer die beiden hier vorne. Und die sind nicht gerade stark. Das heißt, er wird immer wieder diese Robokanonen schicken. So, was macht Sinn? Alles. Er hat ja immer noch nur die Katzen und APS stehen. Aber der wird bestimmt auf viele Worker gegangen sein. Guck mal, er hat jetzt schon verkackt, ohne dass ich was geschickt habe. Wir können die Sonne nicht aufwarten, aber ich kann ihn hinstellen. Er kann im Hintergrund gut kloppen. 58. Ich werde mal noch so einen Robo hinstellen, einfach falls er dann doch was stellt mit, ja, außer die drei Katzen, mit natürlicher Verteidigung oder sowas. Da bin ich auf der sicheren Seite. Okay. Vier Schnecken. Er hat mir einen Berserker geholt, okay. Aber da können wir trotzdem gut durch. Da gibt es gut auf die Fresse, weil der Packleader noch lebt. Sehr schön. Magischen Schaden hat er auch gar nicht, das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall Überstunden nehmen. Blume aufwerten und noch eine Blume hinstellen. Damit er nächste Runde ordentlich reinkackt. Gerade was Stiche angeht, ist es natürlich optimal. Wenn ich hier dem ordentlich was reinknalle. Kriege ich noch zusammen. Da habe ich lieber die Echse noch mit rein. Statt zwei Schnecken, das macht keinen Sinn. Mehr. 120 geschickt, eine Turt, einen Dino. Er hat Bösewicht ausgewählt für seinen Berserker, was natürlich nicht verkehrt ist. Aber er kriegt jetzt ordentlich auf die Fresse. Auf jeden Fall durch. Ich glaube, mein Kollege will auf 13 schicken. Zumindest so an, aber mal sehen, ob es vielleicht jetzt schon zu Ende ist. Ich habe gut durchgedrückt. Gerade so nicht. Gut, dann schicken wir auf 13. Gar kein Problem damit. So, da haue ich hier noch so einen rein. Und dann sollte das nächste Welle erledigt sein, wenn ich Stich mitschicke.
Ja, die werden ordentlich abgeschlitzt. Er hat den Berserker aufgewertet. Okay. Wir wollen viel Stich mit haben, na? Ich glaube, das macht schon ganz gut Sinn. Hau ich noch eine Echse mit rein und gut. Jawohl, die Dinge sind down. Der APS ist down. Ah, der hält hier aber zu gut. Der hält zu gut. Scheiße. Mal sehen, ob es reicht. Ah, sieht gut aus. Sieht trotzdem gut aus. Vielleicht schicken wir auf 16. 15 macht hier mit den Katzen gar nicht so viel Sinn, ne? Bei ihm machen Stichwellen mehr Sinn. Vielleicht 16, 17 oder 15, was mit Stich schicken. Wahrscheinlich macht die 16 Sinn. Tor sollte bei ihm Sinn machen, auf jeden Fall. Oder das. So, wir brauchen verbesserte Blumen. Und ich sollte auf jeden Fall auch Stich mitschicken. Also ich schicke auf jeden Fall Packleader die drei Einigkeiten mit. Und dann muss ich noch Stich mit reinhauen. So wie den Stichler. Gucken, ob ich das zusammenkriege mit meinen Mythium. Ja, schickt auf jeden Fall nur Müll. Zuerst mal die Dreieinigkeit für nächste Runde. Stichler kriege ich auch noch zusammen. Gar kein Problem. So. Dich werte ich auf. Dich kann ich gerade so nicht aufwerten wegen einem Gold. Dann gibt es halt einfach noch. Ja, werte ich ihn noch auf, habe ich noch ein bisschen Stichschaden. Gar nicht schlecht. So, 120 kriege ich noch zusammen. 120. Ja, wahrscheinlich so. Ich habe 840 gekriegt.
Ja, das war's. Er hat für 840 hat er aber erstaunlich viel weggemacht, muss ich sagen. Ich gar nicht so erwartet. Perfekt. Das war's. Sehr schön. Weiterer Sieg für mich. Also ich bin bald Gold. Ja, aber eindeutig. Perfekt. Schaut euch gerne noch die anderen Videos an. Ja, oder abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da für mehr Legion TD2 Videos. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.